Wir sammeln gerade Holz für unseren Crawler-Parkour. Haben hier einen Rucksack dabei und der Leo kann einfach im Wald die besten Stellen zum Holz sammeln. Ich hab das! Super! So, wir haben nicht nur Äste gesammelt, sondern auch ganz schön viele Steine. Und jetzt sind wir im Garten und bauen da mal eine Rampe, die wir mit Steinen besetzen. Mit Heißkleber. Wir haben dazu einen Heißkleber am Start und kleben da mal die Steine drauf. Ja. Mal gucken, ob es klappt. Und die hier sind für einen Heißkleber. Richtig. Und Vorsicht, der wird heiß. Also verwende das nur mit Erwachsenen. Die Steine hin. Genau, wir haben hier einfach ein Holzbrett, ein ganz, Achtung, warte mal kurz, ein ganz dünnes. Wir haben mal damit eine Rampe gebaut für die Fahrzeuge, eine Schanze. Und jetzt gucken wir, nicht jeder Stein ist dafür natürlich geeignet. Leo hat so viel große geholt, die müssen wir vielleicht woanders hin tun. Aber die kleineren, denke ich, dass wir die schon ordentlich festkleben können und damit eine coole Rampe bauen, die wir dann irgendwo aufstellen können. So, der Heißkleber wird warm und kleben dann die ersten Steine mal drauf. Ja. Ja, leg's einfach hin. Rosen werden bestimmt nicht kleben. Jawohl. Guck doch rein. Also, chillen noch da rein. Mal groß. Ja, die Kleinen auf die Seite. Da können wir was Cooles bauen. Da sind noch mehr Kleine. Die Kleinen hier haben. Ah, du sehr, ja, super. Ja, aber waren wir richtig fleißig beim Sammeln. Klein sind mehr. Oh. Also haben wir jetzt genügend Kleine. Wir haben genügend Material für die Heißklebepistole. Die Heißklebepistole ist auch ready. Vorsicht, die wird hier vorne. Oh, wird nicht scharf. Ultra heiß. Also da müssen wir aufpassen. Willst du das erste kleben oder soll ich? Du. Okay, hat schon gefilmt. Jawohl. Den ersten Stein. Ganz runter, der wird schwer. Müssen wir mal gucken. Machen wir schon mal so weiter. Kommt auch nicht an das Heiße ran, das da rauskommt. Ihr kriegt sofort Brandblasen. Ist wirklich heiß, deswegen nur mit Erwachsenen machen. Ich habe auch dich gefilmt. Sehr gut. Wenn ihr so große Steine habt, ist es auch wichtig, dass ihr guckt, dass ihr, wenn ihr es drauf macht, schon eine ganz schön ordentliche Fläche, schon eine schöne große Fläche habt, die da drauf klebt. Wir probieren das mal. Ich weiß gar nicht, ob es klappt. Ich mache auch richtig viel Kleber drauf, sodass der auch an den Seiten ein bisschen rausquillt. Ich hoffe, dass der bleibt. Immer die glatte Seite, immer die ganz glatte Seite raussuchen und die richtig schön anpressen. Da seht ihr, das ist recht schnell trocken und fest. Die sind richtig fest. Oh. Ist der gut fest? Ja, und der auch. Oh. Jetzt filme ich wieder. Sollen wir weitermachen? Ja. Oh, das sitzt gut. Seht ihr, Leute? Das passiert. Alles gut, aber? Ja. Oh, jetzt lebst du und ich will. Oh, was das heißt. Zeig mal. Ich puste. Mach nix. Gut. So. Ah. Krasses Brett mit ganz viel Stein. Willst du mal hochheben, wie schwer das ist? Oh, ist richtig schwer, gell? Aber du kannst noch lupfen. Oh, wir müssen noch die ganzen Fäden wegmachen vom Heißkleber. Die sind nicht mehr heiß, die kann man ganz gut anfassen, aber bei ein paar so fetten Steinen haben wir nochmal nachgeklebt, dass die auch ja, dort bleiben. Aktuell sieht es gut aus, wenn wir es hochheben mal und über Kopf machen oder aufstellen, fällt nichts runter. Machen wir mal noch die Fäden weg und dann stellen wir es mal hin und sollen wir mal gucken, ob es funktioniert. Wir sollen noch den dran kleben. Willst du den noch rankleben? Hm? Die ist noch heiß, die Pistole ist noch heiß, brauchst nicht einstecken. Brauchst nicht einstecken, die Pistole ist noch heiß, du kannst sie verwenden. Aha, cool. Hast du, wo hast du den Stein jetzt hin? Einen kleinen Punkt. Ah, machen schon ordentlich einen Punkt.
Und schön an den Punkt. Ja, drück nochmal nach. So, jawohl, jetzt kann ich ihn draufsetzen. Gut. Und jetzt schnell drauf, bevor es trocknet. Und festdrücken. Jawohl. Super. Toll gemacht. Also wir haben einfach den Karton genommen, der mit dabei ist bei den Autos. Hab oben das rausgeschnitten, dass wir hier so einen kleinen Karton haben. Und dann können wir jetzt hier nämlich auch eine Strecke machen, wo der drüber crawlen muss. Mit großen Steinen. So, die haben wir beim Nachbar geklaut. Nicht verraten. Super. War aber knapp an deinem Fuß, hä? Würde schon gehen, gell? Ja, aber das ist jetzt schon richtig, richtig schwer. Und es ist nur ein Karton. Also wenn jemand vielleicht so ein Obstkörbchen hat oder so, wo so Clementinen oder so drin waren, das gibt es auch als so Holzkisten, ist natürlich noch besser, weil die stabiler sind. Siehst du, jetzt ist es hier schon gerissen. Sollten wir nochmal kleben. Wollen wir nochmal Klebeband? So, Abhilfe und die Lösung. Wir kleben das jetzt auch nochmal fest. Oh, perfekt. Also noch zwei Bahnen brauchen wir, dann haben wir alles unten, dann ist es auch komplett fest, okay? Ja, alles. Jawohl, trapier es wieder rein. Und der letzte. So. Kann man. Immer noch, ist schwer, gell? Ist schwer, aber geht. Man kann jetzt tragen, jetzt hält es und jetzt kann man es überall hinstellen, wo man es will. Ach, wird immer mehr. Was brauchen wir jetzt noch? Eine. Todesbrücke. Oh, die müssen wir noch machen. Dazu waren wir heute Stöcke sammeln, richtig? Mhm. Und ich habe einen Draht und daraus machen wir eine Brücke. Mhm. Eine Todes. Da fragt meiner runter, dann ist das Auto tot. Nee, die halten ja schon was aus. Ey, das habe ich einfach nur so gesagt. Okay. Machen wir das jetzt noch? Ja. Oh, da sind alle Stöcke drin, die wir gesammelt haben. Da machen wir jetzt die Todesbrücke. Wir haben einfach ein paar Stöcke. Und wir haben hier Draht und mit dem machen wir jetzt eine Brücke. Wir umwickeln jedes Stöckchen, machen ein bisschen Abstand, umwickeln das nächste und machen das Ganze quasi zwei Linien. Und heißt, dass hier einmal fest ist und da und dann können wir die einspannen, wo wir wollen oder hinlegen, wo wir wollen. Methode. Ich fange jetzt an beim ersten Stock, ich nehme einfach einen Draht. Heb das mal so bitte. Einfach nur so und ruhig heben. Danke. Den Finger hier weg. Danke. So. Den ersten Draht wickle ich hier einfach rum. Zwei, dreimal. Verzwirbel das da ein bisschen am Ende. Wenn ihr am Ende seid, ich mache es dann so, dass ich einmal das rumführe, hier meinen Finger drin lasse. Und dann einmal den Draht durchführe und damit quasi wie einen Knoten mache. So, bevor ich zum nächsten gehe, dass der sich nicht einfach wieder aufwickelt. Und jetzt machen wir das gleiche beim nächsten. Den Abstand können wir selber bestimmen, wie breit er sein soll. Gehen da auch zwei, dreimal rum. Und jetzt durch meinen Daumen hier in dem Fall dazwischen. Und einmal da durch. Somit ziehen wir das wieder fest. So, und jetzt kann schon wieder der nächste Steg kommen. So, die erste Seite habe ich zusammen. Jetzt mache ich noch eine zweite und dann vielleicht noch eine dritte, dass er wirklich stabil ist. Leo, seine Todesbrücke ist fertig. Wie man hier sieht, ich habe wirklich dreimal im Endeffekt Draht durchgezogen und nach jedem Mal ein bisschen verknotet. Hebst du mal hoch, wie lang ist die jetzt ungefähr? Ah, so circa 1,20 Meter, 1,30 Meter. Wenn man... So, was machen wir jetzt noch? Jetzt machen wir noch was, weil vielleicht jeder noch irgendwie Legos oder Duplos daheim hat, die er nicht braucht, ein paar. Bauen wir da jetzt auch noch eine Steigung mit Duplos, richtig? Ja. Dazu braucht man wieder Heißkleber. Jawohl. Und dann haben wir noch, ich hole es mal kurz her. Wir haben hier noch alte
ein altes Laminatstück. Und das haben wir jetzt hinten kurz ein bisschen angeschliffen. Haben es noch mit Brennspiritus sauber gemacht. Leo gefällt der Geruch nicht von Brennspiritus. Und jetzt ist die Überlegung, dass wir hier wahrscheinlich so rum, weil da mehr Klebefläche ist, noch ein Parcours machen mit Duplosteinen. Ich glaube, so sind sie zu hoch. So haben sie zu wenig zum Kleben. Ich denke, so rum wird es am besten sein. Gucken wir jetzt, wie wir die hinkleben. Mhm. Heißkleber ist eingesteckt. Mega. So, der Leo hat sich jetzt entschieden, das Ganze so zu machen. Jetzt warten wir noch, dass der Heißkleber warm wird. Und dann kleben wir los. Wer klebt? Da wir jetzt nicht wissen, ob der so trocknet, der Kleber, dass es hält, machen wir jetzt mal noch einen hier hin. Und dann wird es halt ein bisschen schwerer, der Parcours. Schneller. Du hast das alles richtig gemacht. Muss ich das schnell machen? Nein, ganz normal, wie bei den Steinen auch. Nochmal nachdrücken. Okay, gut. Ich glaube, das wird sicher halten. Das wird sicher halten? Jetzt wollen wir hier noch was hinmachen. Ja, dann machen wir was hin, dass es auf jeden Fall hält. Ah, das machst du jetzt gut. Genau. Du musst ganz. Jawohl. Schöne Fuge ziehen. Super. Jawohl. Toll. Geschafft. Was machen wir jetzt? Gehen wir in dein Zimmer und bauen einen Parcours auf. Ja, in der Todesbrücke. Mit der Todesbrücke? Ja. Also gehen wir in dein Zimmer. Mhm. Verletz dich nicht noch vorher. So, wir haben jetzt eine Crawlerstrecke hier in deinem Kinderzimmer aufgebaut. Es geht als erstes hier übers Mikroskop, über die Matten auf unser gebautes Steinbrett. Dann geht es hier wieder hoch übers Duplo-Brett, das Ansteigebrett hier, über die Steine. Dann geht es hier rüber über die sogenannte Todesbrücke. Dass man sieht, wie hoch es ist. Dann geht es hier, man sieht es vielleicht schwer mit den durchsichtigen Klebebändern, geht es hier wieder runter und hier wieder hoch auf das letzte Stück und hier wieder runter. Dann wäre hier fast wieder am Ausgangspunkt. Wenn er hier ankommt, hat er es geschafft. So, ist der Fahrer ready? Ja. So, und los geht's. Super, was ist der Hindernis? Ah, jetzt kommt das Steinbrett. Ah, gar kein Problem. Oh, jetzt wird's hier schwer. Ah, okay. Ah, haben wir uns schon gedacht. Gar kein leichtes Hindernis. Ah, also ist das mal hingefallen. Also, Nummer 2. Gar nicht so leicht, gell? Warte, ich setze sie nochmal drauf. Ist schon schon schwierig, ja? Ja? Ah? Und was dann? Bip, bip. Ich glaube, Leo, wir müssen realisieren, dass die, wo wir so hingeklebt haben, nicht funktionieren. Wie gesagt, wir machen die alle ab, die falsch geklebt sind. Einmal weg. Boah, schwer. Aber man kann immer noch damit spielen. Kriegst du es hin? Ich mach's. Boah. So. So. Und das auch noch. Boah, der ist natürlich am schwersten. Vielleicht kannst du das umfahren. Aber wie man sieht, man kann mit denen alle noch spielen. Keiner ist gebrochen, keiner ist gerissen, kein Kleberest drauf. Alles hier. Also, auf ein neues.
Vielleicht hätten wir doch Lego-Steine nehmen sollen, anstatt Duplo. Also, probier es nochmal ein Stück höher zu setzen. Kann ich nicht. Ich glaube, wir müssen hier komplett schummeln. Weil, wenn ich es weiter hoch mache, wird es, glaube ich, auch nicht besser. Also, machen wir es anders, Leo. Das macht doch jedes Kind, das mache ich doch. Wir müssen komplett schummeln. Da, die braucht nochmal Nacharbeit, die Rampe. Da lassen wir uns noch was einfallen. Aber jetzt fahren wir die normale Strecke quasi hoch. Oh, das schafft jedes Kind, muss auch draufbleiben. Okay, vielleicht mit Schwung, genau. Ah, super! Alles und. Super! Oh, Sturz! Aber coole Pote! Von der Todesbrücke! Oh, jawohl! Ah, oh, hängt fest! Oh, geht doch! Ah, das ist natürlich ein bisschen. Oh, jetzt wird es vielleicht ein bisschen arg steil. Ah. Probier nochmal. Es wird, glaube ich, hier ein bisschen zu steil. Oh, Sturz. Ha, dann stellst du ihn halt so hin, wie du brauchst, gell? Ja, aber wie gut, hey. Super. Und auch das schafft er, oder jetzt hängt er, ah, kriegst du hin. Oh, Sturz! Oh, vor lauter schnell, gell? Langsam, du bist gerade vorhin so schön hochgefahren. Gar nicht so einfach, Sturz! Noch einmal und dann schummeln wir. Ja, ich glaube, das funktioniert wahrscheinlich nur, wenn du nur auf einer Seite so hoch fährst. So wird es wahrscheinlich funktionieren. Probier mal. Auch nicht. Bisschen schummeln. Probier nochmal. Ah, das ist schwierig, gell? Ja, irgendwann kommt er halt doch an seine Grenzen. Ha! Gut gelöst! Gut gelöst! Jawohl! Super! Oh! Da-da! Ja, das ist fast unmöglich, weil einfach, glaube ich, die Sachen zu hoch sind. Bisschen schummeln. Okay, wir schummeln und schummeln und schummeln. Oh, das geht. Oh! Oh! Wow! In die Ritze. Ja, probier's nochmal. Ja, Moment, ich muss mal festkleben jetzt. Ja, da hängt er ein bisschen durch, da helfe ich ein bisschen nach. Oh, aber das wird jetzt schwierig. Ah, Absturz! Oh, komplette Brücke abgerissen. Ja. Oh, das letzte Stück wird hart. Ja, da ist vielleicht noch ein bisschen zu viel Abstand. Da haben wir, glaube ich, ein bisschen zu viel Abstand gemacht bei den zwei. Aber fast. Gut, probieren wir es nochmal. Jawohl. Oh ja. Ja, das ist eine geile Strecke. Super. Ja, da hoch schaffst du es unmöglich. Aber mega. Aber runter schaffe ich. Gut, Leo. High five! Warte! Erfüll nochmal! Ich darf runtergehen! Super! In diesem Sinne! Ha! Ja.
Nein. Wir sehen uns. Aktiviere die Glocke und aktiviere den Kanal.